Viele der biblischen Gestalten sind geprägt von Erleuchtungen und Visionen. Und genau diese Erleuchtungen und Visionen sind Untersuchungsgegenstand der modernen Naturwissenschaften. Kann man Glauben messen? Ob Sie es glauben oder nicht. Was sich in unseren Gehirnen abspielt, wenn wir beten, glauben oder Visionen haben, das untersucht die moderne Hirnforschung. Lourdes, einer der bedeutendsten Wallfahrtsorte der Welt. Die Pilger hoffen auf Heilung. Alle vereint der Glaube an die Kraft eines Wunders, das den Erzählungen nach in dieser Höhle geschah. 150 Jahre ist es her. Da erschien hier der Müllers Tochter Bernadette mehrere Male die Jungfrau Maria als weiß gekleidete Dame, so ihre Schilderung. Eine Vision, eine Wahrnehmungstäuschung? Was lässt sich mit wissenschaftlichen Methoden herausfinden? Visionen oder Erscheinungen sind nur eine Form spiritueller Erfahrungen, aber eine besonders intensive. Glaube ist in den unterschiedlichsten Kulturen offensichtlich als Universalprinzip verbreitet. Wissenschaftler suchen nach einer biologischen Grundlage dafür. Im Fokus der Forscher das menschliche Gehirn. Nonnen, versunken im Gebet, sind zum Forschungsobjekt geworden. Lassen sich Unterschiede zu Versuchspersonen ermitteln, die sich nicht mit religiösen Gedanken befassen. Im Kernspintomographen soll sich zunächst zeigen, ob Beten spezifische Spuren hinterlässt, Religiosität einen Platz im Gehirn hat. Mit dem Beten verändert sich das Muster der Gehirnaktivität. Bestimmte Gehirnbereiche sind deutlich weniger aktiv. Vergleicht man die Ergebnisse betender Nonnen mit denen von Versuchspersonen, die nicht beten, zeigt sich ein klarer Unterschied. Die Region, mit der wir uns in der Raumumgebung wahrnehmen, ist bei den Nonnen weniger aktiv. Die abgeschaltete Orientierung könnte der Grund für die im Gebet empfundene Nähe zu Gott sein. Durch das Studium buddhistischer Mönche erwarten Hirnforscher weitere Aufschlüsse. Schließlich meditieren viele Mönche im Laufe ihres Lebens mehr als 10.000 Stunden. Sie erreichen einen Zustand besonders tiefer Versenkung. Dabei empfinden sie sich als eins mit der Umgebung. Die Grenzen zur Außenwelt scheinen aufgelöst. Die Wissenschaftler sind gespannt, was der Blick ins Gehirn während des Meditierens offenbart. Messen sie eine bestimmte Frequenz, schwingen die Hirnströme erstaunlich gleichförmig, ein ungewöhnliches Aktivitätsmuster. Was könnte das bedeuten? Reize, die uns über unsere Sinnesorgane erreichen, leiten Nervenzellen zu entsprechenden Hirnzentren weiter. Dort entsteht die Wahrnehmung unserer Umgebung. Während des Meditierens verändert sich das Muster. Die abgeleiteten Erregungen zeigen nun annähernd synchron verlaufende Wellen. Ein Zustand, der die Wahrnehmungsfähigkeit vermutlich komplett verändert. Für Hirnforscher die Erklärung für das, was die Mönche während des Meditierens erleben. Die Grenze zwischen Innen und Außen löst sich auf. Manche sehen in diesen Ergebnissen auch einen Anhaltspunkt zur Erklärung religiöser Erscheinungen. Als möglichen Auslöser haben sie hier ebenso besondere Erregungsmuster im Verdacht. Einige gehen sogar so weit, dass sie meinen, solche Visionen gezielt auslösen zu können. Ein umgebauter Motorradhelm ist das entscheidende Werkzeug für ihr Experiment. Er erzeugt ein schwaches Magnetfeld und soll damit gezielt einen kleinen, ausgewählten Bereich des Gehirns stimulieren. Während des Versuchs sitzen die Probanden entspannt im Dunkeln. Dann wird der Helm aktiviert. Die Versuchspersonen sollen unmittelbar schildern, welche inneren Bilder entstehen. Manche berichten tatsächlich von religiösen Erscheinungen, von Motiven, die sie klar vor sich sehen. Andere erzählen davon, sich selbst von Strahlen umgeben wahrzunehmen. Wieder andere sehen mysteriöse Leuchterscheinungen am Himmel. Immer sind die Bilder bestimmt vom individuellen kulturellen Hintergrund. So berichten etwa nur diejenigen, die eine starke religiöse Bindung haben, auch von entsprechenden Erscheinungen. Der Nutzen all dieser Experimente scheint fraglich. Die Frage, ob der Glaube einen festen Platz im Gehirn hat,
oder gar ob Gott existiert, lässt sich so sicher nicht beantworten. Und das, was vor 150 Jahren Bernadette in der Nähe von Lourdes widerfuhr, bleibt ein Rätsel für die Wissenschaft und für die Gläubigen ein Wunder. Na, das war ja klar. Auf der Suche nach Spuren von religiösen Erfahrungen im Gehirn erfährt man natürlich nichts über Gott, aber viel über die untersuchten Menschen. Und dass die religiösen Erfahrungen im Gehirn sich abspielen, das war ja zu erwarten, sonst hätte man sie ja nicht untersucht. Aber die Ergebnisse der Hirnforschung sagen nichts über die Existenz Gottes. Mit dieser Frage müssen wir uns auch weiterhin auf die althergebrachte Weise beschäftigen, im Gebet, im Gottesdienst oder durch das Nachdenken über religiöse Texte.